So. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, holen wir uns Level 36, oder? Und mit Level 7, 36 holen wir uns dann auch gleich Level 37 mit einem Streich. Hoffe ich. Dann hoffe ich doch, hör mal. Ob es so funktioniert, weiß ich noch nicht. Wir schauen mal. Blau. Sind schon geil aus, die Handschuhe, muss man mal sagen. Sieht schon geil aus. Also, der Plan ist jetzt folgender. Wir gehen hin. Wir machen Level 36 voll. Dann mache ich noch diese eine Quest, die man mit Level 36 kriegt, also diese besondere. Wenn wir diese Quest haben, ist Schluss für heute. Dann haben wir wahrscheinlich gut 2 Stunden aufgenommen. Gehe ich einfach mal davon aus, dass wir noch knapp 1 Stunde brauchen werden. Und dann, ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Welche habt ihr? Wahrscheinlich grün, ne? Haha, das ist grün. So grün hinter den Ohren. Ich könnte ja eigentlich auch dieses Pferd hier benutzen, ne? Oder? Weiß nicht. Lohnt sich wahrscheinlich voll nicht, ne? Weil ich nehme eh bloß knapp alle 2 Wochen mal auf und von dem her blöd. Man muss ja überlegen, wir brauchen jetzt nicht so viele Folgen, weil es kommt ja bloß jeden zweiten Tag und von dem her, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich nehme 4 Folgen auf. Dann reicht das für 8 Tage. Das heißt, ich werde erst wieder in 8 Tagen aufnehmen. Bis dahin ist das Pferd schon halb weg. Lohnt sich nicht so. Von dem her finde ich diese, gerade mal ganz kurz gezeigt hier, Mini-XP-Sterne für 12 Stunden ganz gut. Da kannst du dann hergehen, kannst irgendwie 12 Stunden lang am Stück aufnehmen. Hast dann, keine Ahnung, 20.000 Folgen für einen Monat lang, ne? Und hast aber alles gut gebraucht. Oder nimmst du 6 Stunden auf? Geht ja auch. So, wir müssen, glaube ich, die Ghost of Guards hier machen, ne? Ja. Und dann. Wie viel brauchen der Kleiner nicht noch? Ah, es geht schleichend voran. Und dann wollte ich was sagen und weiß nicht mehr was. Sind die eingeschalten? Ne, noch nicht, gell? Jetzt sind sie an. So, für die kleinen Dinger hier lohnen die sich ganz gut. Dann. Ich setze den auch gerade ein bisschen hoch. Falls wir ein bisschen mehr auf die Mappe kriegen. Dass der immer gleich heilt. Lalala. Ghost of Guard. Ich hoffe, das reicht zum Level Up. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal eine Runde laufen. Hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ich möchte jetzt eigentlich gleich Level Up machen, damit ich dann quasi zu dem kommen kann, was ich vorhabe. Nämlich diese eine Spezialquest da. Die wird auch nochmal ziemlich zeitintensiv werden, weil ich glaube, wir müssten 40 Fellow Travelers und 40 Sealed Ghost Troops erledigen. Und das Erledigen selber von den Viechern ist nicht so das Problem. Ich meine, 80 Viecher sind schnell zertrümmert, ne? Das ist. Weißt du selber. Aber das Zusammensuchen, ich denke, daran wird es dann doch einige Minuten dauern. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich keine Zeit hätte, ne? Also, ich bin ja eh. Nach über 200 Videos auf YouTube denke ich, dass man mich da ein bisschen kennt. Ich bin eher der Gemütlichere, ne? Ich gebt manchmal ein bisschen Gas, ne? Gerade bei Minecraft habe ich gerade echt Bock, so Gas zu geben, was das Ganze angeht, ne? Aber ob ich jetzt 2 Folgen brauche oder 12, ist mir sowas von egal. Aber wie ich zum Anfang der Aufnahmesession schon erwähnt hatte, ist dieses Projekt ja nicht nur allein Singleplayer, sondern der gute Pumba macht ja noch mit und von dem her, wegen Aufnahmetermin und so, weißt du Bescheid, ne?
muss man halt schon gucken, dass man da, ne, sich nicht zu viel Zeit lässt. Sonst hat man da ein Problem. Ja. Muss ich Pumba auf jeden Fall Bescheid sagen. Wir sind jetzt schon bei 3 Folgen etwa. Aber das ist okay. Gibt noch ein bisschen Solo-Player-Action hier. Gut, den einen hätten wir erledigt. Dann müssen wir weiter ins Castle hinein. Und dort würde ich vorschlagen, machen wir erstmal die Geisterperlen da. Ich denke mal, die werden recht fix gehen. Ich denke, ich hoffe, beides. Und ich denke mal, dass wir wahrscheinlich, wenn wir alle 3 Quests abgegeben haben, so circa bei 8 Bar rauskommen müssten. Wir haben jetzt 2,5. Die beiden Quests da, also quasi die und die, geben uns, ich denke mal, gut 3. Sind wir bei 5,5? Dann diese dazu. Ich denke mal, da kriege ich 3 Bar raus oder sowas. Wir werden es sehen. Gut, da ist der erste Ghost of Guard. Und das Schöne ist, wenn wir es auf 37 schaffen, können wir unsere Schuhe auch gleich noch anziehen. Da würde ich mich sehr freuen, ehrlich gesagt. Wir haben die erste Perle von 10. Da hinten ist auch nochmal einer. Dann würde ich sagen, dass wir dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn der Pumba wieder dabei ist, auf 39 ziehen. Dann könnte ich mir quasi gleich einen Hut organisieren, ne? Der ist dann ab 39. Weil diese 46er Items sind immer in 2 Levelsprüngen. Das heißt, nächstes Level mit 36 darf ich noch nichts Neues verwenden. Aber mit 37 kommen dann die Schuhe. Okay. Gut, der ist dann auch weg. Noch gerade mal frittiert. Und dann Geld nehme ich natürlich mit. 2 von 10 haben wir schon. Das geht echt fix. Also das finde ich total toll. Die haben vor Ewigkeiten mal die Drop Rate für diese kleinen Quests erhöht, ne? Und vorher war es halt so, da waren diese Quests auch ätzend. Da bist du 2 bis 3 Stunden rumgehangen hier und hast vielleicht 2 Perlen rausgeholt. Total ätzend. Jetzt kannst du die in 10 Minuten machen. Finde ich aber echt okay, weil wieso so viel Zeit daran verbringen, wenn es auch, ne? Ich meine, später wird es eh total langfristig und ja. Von dem her in den frühen Levels da ein bisschen Geschwindigkeit zu haben, ist, denke ich, ganz okay. Gerade so ab Level 60, da wird es dann schon ein bisschen tricky, wie ich finde. Wobei inzwischen geht es eigentlich auch. Die haben ja jetzt über Level 60 auch so spezielle Quests gemacht und von dem her ist das doch recht angenehm. Also bis Level 70 geht es echt ganz okay. Ab 70 ist dann ein bisschen schwieriger, aber naja. Bis dahin müssen wir erstmal kommen. Ich schlachte mich jetzt einfach mal durch. Einfach weil es gerade am Weg steht und weil es EXP bringt. Und ob ich jetzt 5000 Vieh hinter mir herziehe oder gleich hinter mir aufräume. Ich denke, da ist die hinter mir aufräumen Variante die sinnvollere. Und die gesündere. Ja. Gut, dann hätten wir den da und keine Perle. Wir haben schon 3 Stück. Okay, Geld haben wir. Hat gerade ein bisschen geleckt. Ich glaube, hier kommen jetzt keine mehr. Ich drehe gerade mal ein bisschen ab. Hat es hier welche? Young Woman? Ich versuche jetzt gerade die Viecher zu handeln, die ich ein bisschen brauche. Und nicht wahllos auf alles, was sich bewegt, drauf zu schießen, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Mit den da. Und er hat eine Perle von uns. Für uns. So. Kleiner Versprecher am Rande. Dich brauche ich gerade nicht. Eventuell muss ich aber an dem vorbei. Ich laufe gerade ein bisschen so außen rum. Wir behalten den mal im Auge. Alter, was ist los? Sprich mal geradeaus, Kerle. Da fliegt eine Kartoffel. Da fliegt so einer. Brauche ich beides nicht. Da fliegt wieder so einer. Weißt du, gerade eben habe ich gesagt, wir sind voll selten, ne? Ist klar.
Wenn wir das, wenn wir sie dann brauchen, ne, so in knappem Level, werden wir keine finden. Ich wette mit euch. Ich wette da mit euch. Level 36, yay, Questmann gehen, müssen die Viecher. Blöd gelaufen. Aber ich mal den Teufel jetzt mal nicht an die Wand. Wir klopfen auf Holz. Und schwischer mal. Das weiß man ja noch nicht. Okay, der hat zwar eine Perle dabei gehabt. Das heißt, wir sind bei Halbzeit angelangt. 5 Stück brauchen wir noch. Unsere Levelgeschenk Medizin haben wir fast verbraucht. Wieder ein Platz im Inventar frei. Da muss ich nachher eh ein bisschen aussortieren. Finde ich nicht so geil. Aber ist okay. So. Ich gehe gerade mal hier hinten hin. Weil hier hinten auch noch Viecher stehen können, die für uns interessant sein könnten. Schauen wir gerade mal. Ich schleiche mich gerade mal durch, weil die sind alle uninteressant und ja. Möchte ich nicht alle mitnehmen. Was haben wir hier? Guard, Guard. Dö, dö, dö. Da wollte ich hin hier. So, da hätten wir wieder Questmonster. Keine Perle, schade. Ich ziehe die gerade mal ein Stück nach oben und den vertrümmere ich auch gerade mal. So, die letzte von diesen Automedizins ist verbraucht. Sind ist, wie auch immer. Die Grammatik liegt schon mal im Bett, ne? Du weißt Bescheid. Dann benutzen wir erstmal die da. Young Woman, der ist uninteressant. Okay. Ich töte ihn trotzdem mal, weil ich muss da durch. Lala, weg mit dir. Da hat's einen Guard, da will ich hin. Erstmal bist du dran und dann kommst du. Und vielleicht hast du uns eine Perle. Jawohl. Und da ist er schon wieder. Und nochmal eine Perle. Jawohl. So muss das, Freunde. Okay, diesmal keine Perle, aber dafür haben wir jetzt schon 7 von 10. Haben wir jetzt knapp in 10 Minuten gemacht, siehst du? Finde ich auch recht entspannt, ehrlich gesagt. 2 Stück noch. So, wo sind denn die Viecher? Du bist keiner, la la la, Blacksmith, Blacksmith, Blacksmith. Da ist einer. Wie komme ich da am besten hin? Kann ich hier so entlang laufen, ohne dass der despawnt? Nee, geht. Keine Perle, schade. Bleibt fern. Da hat es wieder einen. Jawohl. Erstmal den kleinen und dann den da. Und ich sehe eine Perle. Das heißt, wir brauchen noch eine. Gehen wir gerade darüber. Und dann holen wir gerade mal den Typen da ab. Und mit ein bisschen Glück, hoffen, bangen, wie auch immer. Hat der uns eine Perle? Nö. Schade. Aber hätte klappen können, ne? Muss man auch mal sagen. Deise, jawohl. Gut, dann hätten wir den auch weg. Dann gehen wir gerade noch ins Castle hinein. Da würde ich sagen, dass wir uns gerade noch diese 25 Typen holen. In der Hoffnung, dass wir, sag schon, unser Level up voll kriegen. Ich lasse den beiden gerade mal die Monster stehen. Ich muss die ja nicht mitnehmen. Ich denke mal, das ist ganz respektvoll, wenn ich das so mache. Gut, wir sind drin. Da kann ich das wieder ausschalten.
Hey, da ist einer, guck mal. Hier ist gerade richtig Action. Zu später Stunde. Gut. Können wir die aushalten? Ja, ich denke schon. Okay, wir haben derzeit 2000 Lebenspunkte. Total gut eigentlich. Bin ich recht mit zufrieden. Apropos, wir können ja gerade mal gucken. Wir haben 9 Punkte zu vergeben. Ah, ich warte mal ein bisschen ab. Ich muss euch ehrlich sagen, was das angeht, das rennt gerade nicht. Okay. Dann schnappen wir uns noch mal 22 von diesen Kerlen hier. Okay. Das ist richtig Action. Ich hoffe nicht zu unserem Nachteil, ne? Wollte ich gerade mal gesagt haben. Ich nehme den hier. Soll die mal machen? Solange ich eins zum Hauen habe, ist es okay. Und solange sie nicht die ganzen Viecher auf mich droppt, da wäre ich sehr dankbar. Weil das Problem ist, wenn die jetzt da drüben vor sich hin stirbt, ne? Und wir die ganzen Viecher abkriegen, dann sind wir platt. Das ist eine Sache, die sicher ist. Muss ich sein. Okay. Und wieder einer weg. Und einen Schritt näher an Level 36. Den Zwischenschritt, den wir heute unbedingt erreichen wollen. Gut. Den da platt machen, dann den da platt machen. Ist zwar überflüssig, aber das macht nichts. Der hebt ja auch nicht auf, ne? Toll. Ja, kannst du machen, ist mir egal, ist nicht mein Zeug. Ist zwar schade drum, aber hey. Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viel Respawn ab. Wenn wir immer bloß einen haben, dann können wir uns eigentlich so ganz gut hochheilen. Ich denke mal, das ist ganz okay. So, okay. Dann gehen wir gerade mal hin. Ah, wird es gehen? Wir haben jetzt mal einen, zwei, drei. Ah, das haut hin. Erster weg. Da kommt der Respawn. Okay. Machen wir gerade mal so. Ich ziehe gerade mal eine rein. Das Schöne ist, wir brauchen hier nicht ganz so viel Heilmittel. Also wir können ja echt ganz chillig lang grinden, sag ich mal. Das geht schon ganz gut. So, 6 Stück noch. Und dann ist hoffentlich das Level ab 36 da. Wahrscheinlich scheitert es wieder an so 5-6% oder 50-60. Das wäre sehr bitter, Freunde, aber wir können es nicht vermeiden. Schauen wir mal. Ansonsten laufen wir noch mal eine Runde. Oder so. Ich denke mal, das ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Wir können die Quests 5-mal am Tag machen, von dem her wäre da schon noch was drin für uns. 4 Stück noch? 3? Okay, der Knight scheint auch fertig zu sein. Hat der Köpfe liegen lassen? Weil Köpfe würde ich mir auf jeden Fall mopsen. Das andere Zeug, da warte ich jetzt nicht drauf, bis es freigegeben ist. Das ist mir dann doch zu lang. Aber Köpfe schneller mitgenommen zu haben, ist auch ein gutes Recht, ne? So, du bist auch raus. Mal ganz kurz gucken, wo ist meine Kohle? Habe ich, okay. Dann klopfen wir dich noch ganz kurz kaputt, eventuell euch, wenn ihr noch herkommt. Nö, finde ich auch gut. Dann, okay, einer kommt. Kommen sie her. Ich frisiere sie gerade mal, okay. Muss Teleporter kaufen. Das sollte ich nicht vergessen. Dann stehe ich irgendwann da. Wäre nicht so toll. 120.000, wobei wir kriegen so eine Waffe umsonst eigentlich. Also nicht gepimpt, aber hey. Nee, da muss ich gleich erst hin. Wir geben erstmal das Kleinzeug ab hier. So, und dann
Jetzt haben wir genau 5, also knapp 50% habe ich mich verschätzt, aber das macht nichts. Schauen wir mal. Ich wollte dann einfach ins Lager gucken. Was ich hier ein Köpfchen habe von den Quests her. Ich habe hier ein Twin Blade. Da sind es jetzt 3. Ich glaube, da brauchst du auch bloß 5. Wie viel habe ich jetzt hier von? 12, okay. Leider noch nicht genug, aber das macht nichts. Gut, dann geben wir gerade mal die hier ab. Ah, nein, es fehlt noch so viel. Okay. Aber das sind nur noch knapp 220%. Würde ich sagen, wir gehen gerade noch mal die Runde laufen. Was sagt der Speed? Wir haben noch 9 Minuten. Okay. Schwupps, gehen wir gerade hin. Mit 36 dürfen wir auch eine machen, eine neue. 34, gut. Ja, das machen wir jetzt so. Ich muss sagen, so die Levels bis 50 sind so ein bisschen nervig, weil du wartest halt schon auf die 50 wegen neuen Skills und sowas und es geht halt nicht so schnell voran, wie du es gerne hättest. Wenn du keine Levelhilfe hast, dann, also quasi geleecht wirst oder sowas, dann musst du da schon ein bisschen ranklotzen, ne? Oder halt, wenn du keine Möglichkeit hast, dich selber hochzuziehen. Und von dem her, ich meine, mir macht es nichts aus, so. Nur mal so gesagt, wir machen das ganz gemächlich hier. So wie es gehört. Eigentlich. Dann schauen wir mal. Ich meine, ich könnte schon irgendwie eine Levelmaschine auspacken, mich mal ganz kurz auf 45 hochballern. Aber wo bleibt da der Spaß, Freunde, ne? Wir kommen noch früh genug in die großen Gebiete. So. Ich habe die Quests mit, ne? Jawohl. Mal schauen, ob ich die Level 36 Spezialquest da heute auch noch schaffe. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, für diese Runde Geister und Devil Soldier verhauen, werde ich gut 10 Minuten brauchen. Wir können ja gerade mal auf den Timer gucken. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und 23. Ah, lass es 24 sein. Und wenn ich den Timer nachher nicht vergessen habe, ich soll es vielleicht aufschreiben. Irgendwie. Können wir es nachher, wenn wir die Quest abgegeben haben, abgleichen. Ich hoffe, es reicht, aber es müsste eigentlich reichen, weil wir werden gut 20% unterwegs sammeln, ne, von den Monstern. Und gut 2 Bar bekommen wir auf jeden Fall voll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und von dem her, let's go for it, ne? Gut. Da haben wir heute schon wieder einiges geschafft und ich denke mal, wir haben jetzt den 27., nee, den 25. haben wir erst. Den 25.07. Und der Monat hat, ich glaube, 31 Tage. Ich guck gerade mal. 31 Tage, jawohl. Minecraft habe ich jetzt noch Folgen bis zum 2. August. Also, noch ziemlich lang eigentlich fast. Also, wenn meine Rechnung aufgeht, ich meine, ich ab bis zum 2. August folgen. Ist aber ganz okay, weil Minecraft kannst du ruhig ein bisschen vorproduzieren. Generell, du kannst eigentlich alles immer eine Woche vorproduzieren oder sowas, das tut keinem weh. Vor allem in meiner Größe mit jetzt fast 50 Abonnenten, ja, tut auch keinem weh. Ich bekomme eh kaum Kommentare so im Vergleich zu anderen YouTubern, von dem her, ja. Kann man machen. Tut keinem weh. Ich denke mal, Minecraft werde ich jetzt die Tage auch wieder. Ups, rausgetippt. Werde ich die Tage jetzt auch wieder ein bisschen noch aufnehmen.
Einfach weil es macht gerade so einen heiden Spaß, da an dem Projekt zu arbeiten. Und ich bin jetzt wieder ein paar Tage raus, tatsächlich. Einfach weil Schneiden, weil Übermüdung, weil andere Sachen aufnehmen. Und weil ich eh schon so viel vorproduziert habe, eigentlich. Und das ist eigentlich blöd, weil ich gerade so mittendrin bin. Und von dem her sollte man schon gucken, dass man dran bleibt. Dieser ganze Technikkram macht gerade echt mega Spaß. Also ich denke mal, ohne zu spoilern, wir haben jetzt schon ein paar Maschinchen im Projekt. Wir haben schon angefangen, eine solide Energieversorgung aufzubauen. Von dem her, da habe ich arg Bock drauf, ne? Ich habe generell gerade auch so viele Sachen Bock. Ich habe noch ein paar Spiele in meiner Steam-Bibliothek, aber ich komme gerade nicht hinterher, was das angeht. Ich habe derzeit fünf Projekte gleichzeitig laufen. Call Online, dann Minecraft, PlayerUnknown's Battlegrounds, Creativerse und Oriented Blind Forest. Das sind vier Videos am Tag und ich nehme da echt zu viel vor, finde ich. Oder finden andere. Ich meine, für mich ist es halbwegs okay. Ich komme mit halbwegs klar. Aber ich habe da so viel Bock auf, also ich habe so viel Bock auf so viel mehr Spiele, ne? Von dem her blöd, dass man da quasi wirklich eine Warteschleife führen muss. Also zum Beispiel Bioshock habe ich mir die komplette Reihe geholt. Skyrim habe ich mir geholt. Was habe ich noch? Life is Strange habe ich mir geholt. Da kommt jetzt dieses Jahr auch noch ein weiterer Teil raus, der irgendwie vor dem eigentlichen Teil spielt, ne? Irgendwie. Da kommt einiges, Freunde. Das Schöne ist, ich muss mir keine Gedanken machen, was irgendwie nach Let's Play XY kommt, weil ich habe noch so viel vor, von dem her. Verstehst du, ne? Was ich hinaus will. Dann müssen wir noch die hier machen. Und dann gucken wir mal. So, 1,24 hatten wir gesagt. Ich habe jetzt 4 Minuten gebraucht für diese erste Quest. Mal gucken. Für die zweite schätze ich mal 6 Minuten. Also 10 Minuten, das ist doch recht realistisch. So, die kann ich eigentlich gerade mal zusammenziehen, quasi da vorne abstellen. Weil die werde ich gleich brauchen, denke ich. Aber gerade mal so. Dann stehen die da schön sortiert und wir können weiterlaufen.